Ich bin jetzt schon ein bisschen länger bei der Firma Fiverr & Schlitz, also eigentlich schon seit Anfang an, seitdem das Werk neu gebaut wird. Habe auch schon ein Jahr in der Produktion gearbeitet und es hat mir so gut gefallen, dass ich mich dann direkt für einen Ausbildungsplatz bemüht habe und das hat Gott sei Dank auch direkt geklappt. Ich mache die Ausbildung zum Mechatroniker und ja, inhaltlich geht es eigentlich darum, die Elektrotechnik und die Mechanik in Anlagen zu verbinden. Hauptaufgaben von uns ist ja die Wartung und die Instandsetzung von den Anlagen. Im Störungsfall natürlich Fehlersuche und möglichst eine schnelle Fehlerbehebung. Und ja, generell dafür zu sorgen, dass es elektrisch und mechanisch reibungslos in der Produktion läuft. Das Verhältnis zu meinem Ausbilder ist sehr gut. Wir verstehen uns. Was mir auch besonders gut gefällt, ist, dass ich nicht nur einen Ausbilder habe, sondern das ganze Team schichtübergreifend versucht, mir was beizubringen. Und es wird sich auch immer Zeit genommen, wenn ich irgendeine Frage habe, bis ich es dann ja, verstanden habe. Mitbringen sollte man auf jeden Fall ein technisches Verständnis. Die Anlagen sind so groß teilweise und so komplex, muss man sich halt auch erstmal reinfuchsen. Ja, aber grundsätzlich kann das natürlich jeder machen.